Hi, Lou Hallo, hier ist wieder euer Lou Eckes von Tropic Marin. Ich freue mich, dass du dich für unsere Salze von Tropic Marin Salz entschieden hast. Damit hast du die richtige Wahl für dein Aquarium getroffen. Tropic Marin verwendet im gesamten Herstellungsprozess Rohstoffe in pharmazeutischer Qualität, weil wir die Aquarien nicht mit Schadstoffen belasten möchten. Unsere Mischanlagen sind extra so konzipiert, dass unsere Salze zu höchst homogenen Mischungen verarbeitet werden. Egal, ob man damit einen Liter oder 1000 Liter ansetzt, das Ergebnis ist immer das gleiche. Es gibt nur wenige Aquariensalze auf der Welt, die eine so hohe natürliche Qualität garantieren wie Tropic Marin. Unsere Salze enthalten alle 70 Spurenelemente, die im natürlichen Meerwasser vorkommen. Von uns werdet ihr niemals Formulierungen hören wie essentielle Spurenelemente oder notwendige Spurenelemente, denn wer das so sagt, darf die Anzahl der Spurenelemente reduzieren. Wir geben euch das Versprechen, bei uns sind alle Spurenelemente des Meersalzes drin. Auf der ganzen Welt schwören Forschungseinrichtungen, Zoos und Aquarien, die mit äußerst empfindlichen Salzwassertieren arbeiten, auf die Salze von Tropic Marin. Seit über 50 Jahren gilt Tropic Marin als führender Hersteller für höchst natürliche Meerwasserprodukte aus den allerreinsten Rohstoffen. Unser Sortiment umfasst 4 verschiedene Salze. Doch welches ist das Richtige für dich und dein Aquarium? Schauen wir uns die Salze einmal genauer an. Als erstes haben wir das Klassiksalz. Es hat eine Carbonathärte von etwa 9 bis 10, einen Kalziumgehalt von rund 380 Milligramm und einen Magnesiumgehalt von 1250 bis 1300 Milligramm je Liter. Damit eignet sich unser Klassiksalz für reine Fischbecken und für Riffbecken mit einer hohen Carbonathärte. Als nächstes haben wir unser Pro-Reef-Salz. Das ist unser bekanntestes Salz. Zum Einsatz kommt es vor allem in Riff-Aquarien, in denen die Carbonathärte nah an der des natürlichen Meerwassers liegen soll. Die Carbonathärte von natürlichem Meerwasser liegt idealerweise bei 6,5. Unser Pro-Reef-Salz hat eine Carbonathärte zwischen 7 und 8, einen Calciumgehalt zwischen 420 und 440 Milligramm je Liter und einen Magnesiumgehalt von 1300 bis 1350 Milligramm je Liter. Kommen wir nun zu unserem Bioactive-System, das besonders einfach anzuwenden ist. Dieses Salz enthält bereits wichtige Kohlenstoffquellen, wie wir sie aus unserem Spezialprodukt Reef Active kennen. Jedes Mal, wenn du einen Wasserwechsel mit dem Bioactive-Systemsalz durchführst, kannst du also gleichzeitig den Kohlenstoffgehalt in deinem Aquarium etwas anpassen. Das Bioactive-Salz hat eine Carbonathärte zwischen 8 und 9, einen Calciumgehalt zwischen 420 und 440 Milligramm je Liter und einen Magnesiumgehalt von 1300 bis 1350 Milligramm je Liter. Last but not least gibt es noch unser Symbiotik-Salz. Das ist von allen Salzen am einfachsten in der Anwendung. Genauso wie das Bioactive-Salz enthält es bereits Kohlenstoffquellen. Außerdem ist es mit wichtigen Bakterien angereichert. Es enthält probiotische Bakterien, denitrifizierende Bakterien, Purpurbakterien und präbiotische Bakteriennahrung. Es hat eine Carbonathärte zwischen 8 und 9, einen Calciumwert zwischen 420 und 440 Milligramm je Liter und einen Magnesiumgehalt von etwa 1300 bis 1350 Milligramm je Liter. Nun möchte ich euch noch ein paar Tipps verraten, wie ihr das Salzwasser am besten anrührt. Ihr nehmt einfach frisches Osmosewasser und bringt es auf die Temperatur eures Aquariums. Ganz wichtig, immer das Salz in das Wasser geben. Niemals erst das Salz hineintun und dann mit Wasser aufgießen, sonst löst sich das Salz nicht komplett auf. Sobald alles gelöst und das Wasser wieder klar ist, könnt ihr es verwenden. Das Klassiksalz und das Pro-Reef-Salz wird sehr schnell klar. Das Symbiotik-Salz und das Bioactive-Salz bleibt aufgrund der organischen Polymere immer ein wenig trüb. Wenn ihr seht, dass es sich vollständig aufgelöst hat, könnt ihr das Salzwasser wie gewohnt für den Wasserwechsel verwenden. Salzwasser aus Klassiksalz und aus Pro-Reef-Salz kann unbegrenzt gelagert werden, solange es keiner Lichteinstrahlung ausgesetzt ist. Salzwasser, das ihr aus unserem Symbiotik-Salz oder dem Bioactive-Salz hergestellt habt, solltet ihr möglichst schnell verwenden. Aufgrund der darin enthaltenen organischen Polymere können sich nach 24 bis 36 Stunden größere Kolloide im Wasser bilden. Also lieber gleich nach dem Ansetzen verwenden.